Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 102, erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 1964-51. Gesetz wird eingebracht vom Kollegen Holger Bellino, CDU-Fraktion. Bitte sehr, mein Lieber. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktionen BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU zum Landeswahlgesetz heute einbringen. Ich denke, wir kennen alle die Vorgeschichte. Und da wir uns ja morgen mit der Thematik noch einmal befassen werden, kann ich vielleicht auch die 5 Minuten oder muss ich die 5 Minuten vielleicht nicht ausschöpfen. Die Vorgeschichte ist uns bekannt. Es war zunächst geplant, dass eine große Wahlkreisreform in der nächsten Legislaturperiode stattfindet. Es gab dann Überlegungen, auch in diesem Hause, dass man zumindest das Gesetz schon einmal anpacken muss, um die dringendsten Geschäfte zu erledigen. Es gab dann ein Vorziehen einer sogenannten kleinen Wahlkreisreform und dann auch ein ich kann auch warten, bis Sie fertig sind. Ich habe auch Zeit. Meine Damen und Herren, das Wort hat der Kollege Bellino. Es gab dann den bekannten Streit bezüglich der Datenbasis, bezüglich der Zuschnitte der einzelnen Wahlkreise, der 25-%-Regel und dann auch später wegen eines Frankfurter Wahlkreises. Alles wurde vom Staatsgerichtshof abgelehnt, bis auf den einen Frankfurter Wahlkreis. Das ist uns hinlänglich bekannt. Wir haben dann die Gelegenheit genutzt, und da danke ich auch allen, die daran beteiligt waren, auch in den Ministerien, aber auch in der Stadt Frankfurt und im Magistrat Frankfurt, möglichst schnell hier eine tragfähige Lösung zu finden. Ich hoffe, dass die Zahlen, die uns jetzt präsentiert wurden und die Eingang gefunden haben in den Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf, auch tatsächlich tragfähig sind. Aber ich bin nach wie vor optimistisch und bin sicher, dass dies der Fall ist, sodass wir heute in der ersten Lesung diesen Gesetzentwurf besprechen werden. Es wird dann, so war es gewünscht, eine Anhörung geben, und wir werden dann im Juni-Plenum, in zweiter, vielleicht in dritter, aber auf jeden Fall im Juni-Plenum diesen Gesetzentwurf dann entsprechend beschließen. Es ist erfreulich, so bedauerlich dieser Fehler ist, der in Frankfurt passiert ist. Ich darf den Staatsgerichtshof zitieren. Die schriftliche Ausarbeitung ist ja noch nicht da, aber in der mündlichen Urteilsverkündung wurde ausdrücklich gesagt, dass keiner der hier Anwesenden im Staatsgerichtshof daran irgendeine Schuld trägt. Aber es ist bedauerlich, dass dieser Fehler vorgefallen ist in Frankfurt. Aber ich sage mal, es ist erfreulich, dass wir jetzt, nachdem ein entsprechendes Urteil ergangen ist, so schnell reagieren konnten, dass wir den Parteifreunden aller Couleur in Frankfurt, die jetzt zusätzliche Arbeit haben, eine Basis darlegen können, mit der man dann noch arbeiten kann, sodass wir dann, Frau Kollegin Wissler, das betrifft auch, glaube ich, Sie, dass man dann eben einen Wahlkreiszuschnitt zum einen, aber auch die Nominierungsverfahren einleiten kann, dass die Landtagswahl nicht, wie andere diesmal behauptet haben, in Gefahr ist. Ich darf den Gesetzentwurf einbringen, und ich denke, wir werden uns im Ausschuss und im Plenum darüber noch unterhalten. Besten Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Herr Bellino, ich stimme Ihnen zu. Es ist dringlich, was wir hier machen müssen. Und ich will vorab sagen, ich habe einmal gelernt, dass der Bauer ein grenzenloser Optimist ist, der zwei faule Äpfel im Fass entdeckt und sagt, die anderen sind aber alle gut. Das, was wir jetzt machen, ist dringlich, weil es alle Bürgerinnen und Bürger Hessens betrifft, nicht nur die Frankfurter. Denn wir müssen sicherstellen, dass wir eine ordnungsgemäße Wahl am 28. Oktober durchmachen werden. Aber ich will deswegen doch noch schon auch in der ersten Lesung mal einen genaueren Blick in diesen Gesetzentwurf werfen. Denn es ist schon die Frage, wie machen Sie das jetzt? Ich lese also, Sie schlagen den Stadtbezirk 531 einem anderen Wahlkreis zu. Nun ist mir als Frankfurter Bürger selbstverständlich sofort klar, was Stadtbezirk 531 ist. Ich gucke es also nachgucken und lerne dann in den Begründungen, dass der Stadtbezirk 531 als Abgrenzung aus Anlage 1 der Hauptsatzung der Stadt Frankfurt am Main ersichtlich ist. Jetzt suche ich also seit gestern Nachmittag
die Anlage 1 der Hauptsatzung der Stadt Frankfurt am Main und bin bisher nicht fündig geworden. Ich fürchte, so wird es dem einen oder anderen Bürger denn auch weiterhin gehen. Zweite Bemerkung. Dann führen Sie in anderen Artikeln noch neue Stadtteilnamen auf, weil Sie in Ihrer Begründung sagen, die sich zwischenzeitlich geändert hätten, seit Dezember 2017 geändert haben? Oder haben Sie da in dem Gesetz, das Sie hier durchgedrückt haben, auch schon wieder, na, sagen wir mal, zumindest Unklarheiten gelassen, also nicht ordentlich gearbeitet haben? Meine Damen und Herren, es ist spät. Okay. Sie korrigieren jetzt den vom Gericht angemahnten gröbsten Fehler. Was bleibt, ist die weitergehende Kritik, die auch der Staatsgerichtshof deutlich, Herr Poseck, geäußert hat, nämlich, dass diese 25% Größeabweichung eigentlich auch nicht haltbar ist, sondern dass wir uns an die 15%-Grenze halten sollen. Er hat außerdem bereits in der Begrüßung deutlich gesagt, dass wir mit den Grundprinzipien der Demokratie, wenn wir Wahlen so vorbereiten, nicht sorgsam genug umgehen. Also korrigieren wir das jetzt und machen wir zu Beginn der nächsten Legislaturperiode ein neues, besseres Gesetz zu Beginn und nicht kurz vor knapp, wie Sie das hier machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Warum wird heute über einen Dringlichen Gesetzentwurf beraten zu sein? Weil die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag geklagt hat vor dem Staatsgerichtshof gegen ein im Dezember von schwarz-grüner Mehrheit verabschiedetes Gesetz geklagt hat, weil sie gegen ihre eigenen rechtlichen Regelungen verstoßen haben. Deswegen müssen wir hier heute über diesen Gesetzentwurf in erster Lesung beraten. Es gab drei Lesungen. Wir haben umfangreich diskutiert. Wir haben Sie gewarnt. Sie haben eine 25%-Hürde reingeschrieben. Und dann stellen Sie sich nach Verabschiedung des Gesetzes hin, als feststeht, die Zahlen stimmen, na ja, jetzt kann man eigentlich abweichen. Obwohl hier monstranzhaft behauptet wurde, nein, nein, 25% und darüber geht gar nichts. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Dank an den Hessischen Staatsgerichtshof, dass er CDU und GRÜNE darauf hingewiesen hat, Recht und Gesetz gelten auch für CDU und GRÜNE. Recht und Gesetz gelten auch für CDU und GRÜNE. Und dann, Herr Kollege Bellino, Sie waren ja mit mir zusammen, die paar Stunden haben wir uns ja gemeinsam in dem stickigen Saal. Wir müssen, glaube ich, mal ein paar Haushaltsmittel für den Staatsgerichtshof bereitstellen. Aber es ist wie im Landtag bei der Technik, da klappt ja auch meistens das alles nicht. Aber geschenkt an der Stelle. Herr Kollege Bellino, weil Sie das eben dazwischengerufen haben, der Präsident des Staatsgerichtshofs hat eingangs gesagt, natürlich hätte die Wahlkreisreform zu Beginn der Wahlperiode vorgenommen werden müssen. Das hat er ganz klar gesagt, weil Sie und Ihr Innenminister versagt haben. Weil wenn der Innenminister im April 2017 schreibt, ich habe keine aktuellen Zahlen, eine große Wahlkreisreform machen wir in der neuen Wahlperiode, fünf Monate später legen Sie einen Gesetzentwurf vor, den Sie permanent nacharbeiten, dann passieren eben solche gravierenden Verstöße. Gut, dass der Staatsgerichtshof Sie auf den Boden des Gesetzes wieder zurückgeholt hat, dass Sie selber hier mit Ihrer Mehrheit verabschiedet haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor. Sie können übrigens nach § 14.1 der Geschäftsordnung, wie wir ja gemeinsam wissen, den heute schon in erster Lesung annehmen. Können Sie machen. Der Innenminister hat ja permanent darauf hingewiesen, dass die Zeit drängt. Wenn ich mir die Beiträge von Ihnen und Ihren Rechtsvertretern in der mündlichen Anhörung anhöre, das Gesetz jetzt noch zu ändern, ist ein Jahrhundertwerk. Und das ist ja alles so schwierig. Und da machen wir ja Fehler, wenn man das so schnell macht. Und die Parteien können ihre Listen nicht aufstellen. Das war ja ein solches Gedöns. Schauen Sie sich mal dazu die Pressekommentierung an. Und meine Damen und Herren, ein paar Tage später liegt ein Gesetzentwurf vor. Das war Heuchelei pur, weil Sie natürlich wussten, Sie wollten keine Entscheidung des Staatsgerichtshofs. Wir werden uns den Gesetzentwurf in aller Ruhe anschauen. Ja, wir haben in einem Wahlkreis dann auch 20% Abweichung gegenüber anderen Wahlkreisen. Im Übrigen haben einige Mitglieder des Staatsgerichtshofs sehr wohl gesagt, dass man sich auch eine 15-prozentige Abweichung vorstellen könne. Das war auch schon durchaus Diskussionsbeitrag. Und deswegen haben wir auch in Frankfurt zwischen 2% über dem Schnitt, 20% unter deutliche Abweichungen. Wir werden uns die Begründung anschauen, die der Magistrat geliefert hat. Wir werden auch sehen, ob Sie das eins zu eins übernommen haben. Und deswegen, ja, bisher, Sachstand gestern, hat der Innenausschuss ein Verfahren beschlossen mit mündlicher und schriftlicher Anhörung. Aber das kann sich ja noch ändern, wie wir wissen, weil Mehrheit ist Wahrheit.
dass die schwarz-grüne Arroganz durch ein Urteil des Staatsgerichtshofes wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde. Meine Damen und Herren, das ist gut. Dank an den Staatsgerichtshof und die Unabhängigkeit. Nur so ist offensichtlich Schwarz-Grün daran zu erinnern, dass Recht und Gesetz auch für CDU und GRÜNE gelten. Vielen Dank. Danke schön. Nächster Redner, Kollege Frommrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist Aufgabe des Staatsgerichtshofes, die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen zu überprüfen und zu schauen, ob das, was der Gesetzgeber beschlossen hat, richtig ist oder in Teilen richtig ist oder gar nicht richtig ist. Das hat das Hessische Verfassungsgericht gemacht, und es ist, glaube ich, jetzt Aufgabe dieses Landtages, das, was der Staatsgerichtshof geurteilt hat, umzusetzen und möglichst schnell dazu zu kommen, eine praktikable Lösung zu organisieren. Ich glaube, der Gesetzentwurf, der hier von den Koalitionsfraktionen vorgelegt worden ist, ist eine gute Grundlage dafür. Wir haben natürlich diesen Gesetzentwurf auf Grundlage dessen erarbeitet, was uns die Stadt Frankfurt geliefert hat. Die Zahlen sind von der Stadt Frankfurt eruiert worden. Wir haben deswegen auch mit der Stadt, es sind deswegen auch Gespräche mit der Stadt Frankfurt geführt worden. Es ist der Ortsteil, der Stadtteil Schwanheim betroffen, der in Teilen jetzt dem Wahlkreis 34 zugeschlagen wird. Der andere Teil bleibt beim Wahlkreis 34, beim Wahlkreis 37. Und von daher ist es das, was letztendlich vor dem Staatsgerichtshof ja übergeblieben ist. Es sind ja sozusagen nur noch ein Teil übrig geblieben von dem, was Sie vor dem Staatsgerichtshof, angeklagt haben, Herr Kollege Rudolph. Nur um das mal zu erwähnen. Und da ging es auch darum, die Frage, auf welcher Datengrundlage darf das erhoben werden. Und in der Tat hat der Staatsgerichtshof, wir waren ja beide bei der Sitzung anwesend und haben uns auch die Begründung angeguckt. Ich glaube, Ihr Prozessbevollmächtigter wollte lieber früher gehen, aber der ist dann auch noch bis zum Ende geblieben. Und der Staatsgerichtshof hat ja sehr deutlich gesagt, dass das, was an Zahlen vorgelegen hat, die Zahlen waren, die der Gesetzgeber nehmen musste, um dieses Gesetz zu gestalten. Am Ende hat die Stadt Frankfurt falsche Zahlen geliefert. Deswegen ist dieser Wahlkreis auch über die 25% gegangen. Das wird jetzt geändert. Ich glaube, das sollten wir schnellstmöglich machen. Unser Interesse ist es, gemeinsam das zu tun, weil ja, die gesamten Parteien, die in diesem Wahlkreis ja auch ihre Direktkandidatinnen und Direktkandidaten noch aufstellen wollen, brauchen einen gewissen Vorlauf, brauchen Klarheit. Die Mitglieder müssen eingeladen werden, und diese Fristen fangen ja auch zu laufen an. Deswegen ist es gut so. Ich bin dankbar, dass wir gestern Abend im Innenausschuss eine einvernehmliche Lösung über das Verfahren gefunden haben. Das ist gut so, dass wir jetzt heute die erste Lesung machen. Das ist ja auch nur möglich, weil die Fraktionen sich hier gemeinsam bereit erklärt haben, das jetzt auf einen schnellen Weg zu bringen. Das begrüße ich ausdrücklich. Wir werden dann die Anzuhörenden benennen und am 7. Juni dann dazu die Anhörung durchführen. Eine mündliche Anhörung wird es dazu geben, und wir werden an dem Tag dann auch noch die Auswertung machen. Und dann, glaube ich, kann man im Juni dieses Gesetz in zweiter oder dann, falls notwendig, auch in dritter Lesung beschließen. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, und wir sollten gemeinsam das Interesse haben, dass wir diese Vorgaben des Verfassungsgerichtes möglichst schnell umsetzen und dass wir dazu kommen, dass wir eine rechtskonforme Lösung haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich schlage vor, Ihnen vielleicht 3 Minuten zu ersparen. Alles das, was ich politisch zu sagen habe, sage ich morgen in der Aktuellen Stunde. Reicht doch eigentlich, oder? Wollen Sie das auch noch einmal hören? Nein. Was ich zitieren möchte, ist,
Nachdem gestern der Gesetzentwurf uns ja zugesandt worden ist, habe ich den, da ich ja derzeit auch Frankfurt betreue, an den dortigen Kreisvorsitzenden geschickt. Der hat mir eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten kann. Das mache ich im Ausschuss. Und dann schreibt er, Punkt, 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 so recht traue ich Zahlen aus Frankfurt nicht mehr. Ich muss gestehen, da habe ich so ein bisschen Mitgefühl mit ihm. Und deshalb sollten wir bei den Beratungen alles noch einmal genau hinterfragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war nicht das erste Mal in den letzten einem Jahr, dass aus dem Amt in Frankfurt falsche Zahlen abgeliefert worden sind. Ich erinnere nur an die grenzenlos hohe Wahlbeteiligung bei der Oberbürgermeisterwahl, bis man dann festgestellt hat, dass man ein vollkommen falsches Zahlenwerk genommen hat. Ja, es muss jetzt etwas geändert werden. Professor Will hat vor dem Staatsgerichtshof einen Teilsieg im Auftrag der Sozialdemokratie erreicht. Also, die Schwarzen und die Grünen müssen schon kapieren, ihr habt in einem Punkt verloren. Ihr habt, das ist egal, das ist vollkommen egal. Ich glaube, das ist vollkommen egal, weil für eine Regierungsfraktion verlieren immer doof ist. Das ist nie schön. Und deshalb diskutieren wir das jetzt tief und entspannt im Ausschuss. Und es sind noch 3 Minuten 22 offen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben hier einen Gesetzentwurf zur Änderung des Landtagswahlgesetzes vorgelegt. Wir werden damit einen Fehler korrigieren, den die Stadt Frankfurt bei der Berechnung der Zahlen für das Wahlgesetz, das wir im Dezember des vergangenen Jahres hier verabschiedet haben, wir werden diese Korrektur hiermit durchführen. Wir werden darüber hinaus eine Korrektur, die niemandem in den vergangenen Wahlrechtsänderungen aufgefallen ist, dass Benennungen von Stadtteilen im Wahlgesetz nicht mit der Hauptsatzung bzw. mit der Anlage zur Hauptsatzung übereingestimmt haben. Das werden wir ebenfalls korrigieren. Insofern bin ich dankbar, dass die Fraktionen von CDU und GRÜNEN hier diesen Gesetzentwurf auch eingebracht haben. Noch schöner wäre es gewesen, wenn am Ende sich auch andere Fraktionen an diesem Gesetzentwurf beteiligt haben, weil unstreitig ein Fehler der Stadt Frankfurt, hier berichtigt werden muss und das für alle Kolleginnen und Kollegen, insbesondere für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, aber für alle Parteien, die zur Landtagswahl antreten in Frankfurt, ein echtes Problem ist, dass wir so kurzfristig Kandidaten entsprechend ändern müssen. Insofern bin ich den Fraktionen sehr, sehr dankbar. Über die Frage der politischen Bewertung, Herr Kollege Hahn, Sie haben gesagt, das wollen wir morgen in der Aktuellen Stunde machen. Aber um sicherzugehen, dass wir in der Berichterstattung auch über die heutige Debatte sozusagen nicht das stehen lassen, was Herr Kollege Rudolph hier gesagt hat. Es bleibt hier festzuhalten, dass die Sozialdemokraten vom Staatsgerichtshof in den ihnen wesentlichen Fragen eine krachende Niederlage erlitten haben. Eine krachende Niederlage. Und das lag, meine Damen und Herren, nicht nur am Vortrag des Prozessvertreters, der eindrucksvoll war. Eindrucksvoll war der Vortrag des Prozessvertreters. Aber, meine Damen und Herren, es lag daran, dass diese Koalition aus CDU und GRÜNEN im vergangenen Jahr bei der Wahlrechtsänderung ordentlich gearbeitet hat. Es sind die Maßstäbe korrekt genommen worden für uns bei der Wahlkreiseinteilung. Die Abgrenzung war in Ordnung, die 25-%-Grenze war in Ordnung, die Zahlenbasis war in Ordnung. Das ist hier alles bestritten worden, hier in diesem Plenarsaal. Das haben Sie mit Ihren Anträgen beim Staatsgerichtshof angehen wollen. Sie haben bei der drohenden Niederlage im Saal des Staatsgerichtshofs die Anträge alle zurückgenommen, weil Sie wussten, Sie werden das Wahlgesetz, das wir gemacht haben, an den entscheidenden, politisch entscheidenden Punkten nicht angreifen können. Der Staatsgerichtshof wird das nicht mitmachen. Wir sind hier entsprechend bestätigt worden. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist, dass wir den Fehler der Stadt Frankfurt jetzt berichtigen. Ich bin dankbar für die Fraktionen von CDU und GRÜNEN, dass sie uns das ermöglichen mit dem entsprechenden Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Innenminister, es würde Ihnen gut anstehen, einmal das Wort mit den fünf Buchstaben Demut in den Mund zu nehmen.
was Sie sich eigentlich alle erlauben hier. Sie sind verantwortlich für die Abläufe. Sie sind verantwortlich für die Abläufe Einbringung Landtagswahlgesetz. Weil Ihre Aufgabe und die Ihrer Mitarbeiter in den Ministerien ist es auch, Daten zu überprüfen und nicht einfach zu übernehmen. Das haben Sie permanent nicht gemacht. Sie haben dann 6 Wochen lang die Oppositionsparteien im Landtag nicht darüber informiert, weil am 22. Januar 2018 hatten Sie den Hinweis eines Mitarbeiters der Uni Münster, dass das in Frankfurt nicht stimmt mit den Zahlen. Sie haben uns am 8. März um 7.58 Uhr informiert. Das wäre Ihre Pflicht gewesen, auch alle Fraktionen im Landtag ordnungsgemäß zu informieren. Sie haben schlecht gearbeitet. Sie wollten eine Wahlkreisreform in der nächsten Wahlperiode. Das haben Sie alles nicht gemacht. Deswegen rate ich Ihnen, die Backen nicht ganz so groß aufzublasen, weil Sie Teil des gesamten Problems an der Stelle sind, Herr Innenminister Beuth. Zweitens. Das Gericht hat gesagt, es erkennt die Zahlen vom 31.12.2015 an. Es ist eine Entscheidung des Staatsgerichtshofs, die ich zu akzeptieren habe. Damit entfallen natürlich bestimmte Grundlagen. Sie hätten auch Zahlen von 2010 nehmen können. Dann hätten Sie gar keine Änderung mehr machen müssen. Weil, das will ich Ihnen an der Stelle auch einmal sagen. Das, was Sie gemacht haben an Vorarbeiten, war grottenschlecht. Und deswegen musste der Staatsgerichtshof, Sie haben ja da noch ein Gutachten erstellt, angeblich. Es war ein ehemaliger Chefjustiziar der Staatskanzlei. Gutachten würde ich es nicht nennen. Es war eher eine Bewertung, sage ich mal, aus Parteisicht, was zulässig ist. Aber unabhängig war es allemal nicht, wo Sie noch gesagt haben, na ja, eine Abweichung von 25% kann man mal hinnehmen, ist gar kein Problem. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir hier heute am 23. Mai noch einmal über den Gesetzentwurf reden müssen, haben Sie zu verantworten. Und wenn man Ihre Wortbeiträge bei der mündlichen Verhandlung sich anhört, das Gesetz zu ändern, schauen Sie sich doch einmal die Kommentare in der Presse an dazu. Das war ja peinlich, wie Sie argumentiert haben, und dann wird innerhalb von ein paar Tagen ein Gesetzentwurf vorgelegt. Sie waren nicht stringent in Ihrer Argumentation, und deswegen Demut würde Ihnen eher anstehen, als hier die Opposition zu beschimpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Es spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Demut gegenüber dem Staatsgerichtshof ist immer angemessen. Daran werde ich mich auch halten. Wissen Sie, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich beim Staatsgerichtshof vorgetragen habe, dass das wirklich schwierig wird, dass wir dieses Gesetz so schnell noch durch den Hessischen Landtag bekommen. Und das ist meine innere Überzeugung gewesen, deswegen habe ich das dort vorgetragen. Ich habe mir überlegt, welche Auswirkungen das natürlich hat, weil eigentlich beginnen ja sozusagen die Prozesse für die Parteien erst nachdem wir das Gesetz gemacht haben. Also, und beim allerbesten Willen, wenn wir im Juni das verabschieden, dann sind noch 8 Wochen Zeit. Das ist eine sehr, sehr ambitionierte Nummer für alle Kolleginnen und Kollegen, die betroffen sind. Es sind jetzt nicht viele, aber es sind alle Parteien betroffen. Aber das war sozusagen das, was ich dem Staatsgerichtshof mit auf den Weg gegeben habe. Jetzt will ich Ihnen mein schlechtes Gewissen erklären. Mein schlechtes Gewissen war Folgendes. Ich habe mir überlegt, wir werden jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, einen Gesetzentwurf vorlegen. Die Frankfurter haben gerechnet, das ging alles in einer Woche. Am Freitag in der vergangenen Woche hatten wir einen Magistratsbeschluss aus Frankfurt. Wir hatten die Überprüfung des Statistischen Landesamtes. Wir hatten die Prüfung aus unserem Hause. Wir haben den Gesetzentwurf zusammengeschrieben, ihn den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, meine Güte, jetzt wird am Ende der Hessische Landtag unter Beteiligung von allen Fraktionen im Mai-Plenum, und ich habe sozusagen die Sorgen gegenüber dem Staatsgerichtshof wegen dem Juni ja vorgetragen. Im Mai-Plenum wird jetzt alles sozusagen erledigt, und die Fraktionen bzw. die Parteien haben hinreichend Zeit. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber, meine Damen und Herren, mein inneres Gefühl hat mich dann doch nicht verlassen. Man kann sich zuverlässig auf den Kollegen Rudolph und die SPD verlassen, meine Damen und Herren. Es wäre ein leichtes gewesen, in dieser Woche dieses Gesetz zu verabschieden, den Parteien die mögliche Luft zu geben, ganz in aller Ruhe ihre Kandidaten aufzustellen. Aber die Sozialdemokraten und der Kollege Rudolph an vorderster Front sind zuverlässig beim Stiften von Durcheinander hier in diesem Hause, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir in den Juni. Jetzt müssen wir ins Juni-Plenum. Wir werden das alles sozusagen geordnet im parlamentarischen Verfahren machen. Jetzt kommen wir ins Juni-Plenum. Es ist für die Parteien herausfordernd. Ich bleibe dabei, dass ich das dem Staatsgerichtshof vorgetragen habe. Dafür werde ich mich weder hier noch woanders entschuldigen, meine Damen und Herren.
Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie sich nicht in irgendeiner Form entschuldigen, hatte ich ja gar nicht erwartet. Ich kenne Sie doch, Herr Beuth. Brauchen Sie gar keine Angst haben. Was Sie sich erlauben, ist eine ziemliche Anmaßung gegenüber dem Parlament in einer dreisten Art und Weise. Sie wollen gönnerhaft sagen, man kann das in der ersten. Ja, Sie haben es ja bewiesen, dass Sie Gesetzentwürfe in der ersten Lesung kommen. Haben Sie doch gerade bewiesen. Mit Arroganz und Mehrheit können Sie alles machen. Wir wollen nur, und da hat der Kollege Dr. H.C. Hahn doch recht, weil wir aus Frankfurt ein paar Erfahrungen gemacht haben, die Zahlen überprüfen. Wenn Sie das nicht wollen, entscheiden Sie es mit Mehrheit. Wir wollen ein geordnetes parlamentarisches Verfahren, ob in Herrn Beuth das passt oder in China der bekannte Sack Reisumfeld. Nicht mehr und nicht weniger, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Beuth, sparen Sie sich diese Belehrungen. Sie können mit Mehrheit alles niederstimmen, aber wir lassen uns unsere Rechte nicht nehmen. Mehrheit ist Wahrheit. Sie sind der lebende Beispiel dafür, wie Sie mit Opposition und Minderheitenrechten umgehen. Sie sollten in Demut dazu nachgehen. Das können Sie nicht. Das ist Ihre Schwäche. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die erste Lesung zu Tagesordnungspunkt 102, Gesetzentwurf 6451, erfolgt. Und der Gesetzentwurf wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den INA überwiesen. Kolleginnen und Kollegen, noch etwas Konzentration. Wir sind ja gleich durch.